Hallo, heute ist Montag und heute beginnt sozusagen die Vorbereitungswoche für die Wintersonnenwende. Chinesisch gesagt Dongxi oder Dongxi, je nachdem in welchem Bereich man in China ist, spricht man das so oder auch etwas anders aus. Nach der TCM, die ja mehr nach dem Mondkalender geht, ist dieses Jahr eigentlich die Wintersommerwende am 22.12. Nicht nach dem Sonnenkalender 21.12. Das fluktuiert immer so ein wenig hin und her. Und ich werde in den nächsten Tagen einfach immer wieder mal diverse Videos bzw. Postings machen, die auf die Wintersommerwende und danach auch ja, so ein bisschen ein Augenmerk hinbringt, vor allem aus der Sichtweise des Daoismus und der TCM. Die Wintersommerwende repräsentiert den Tiefpunkt des Yin. Yin ist, ist eine Repräsentation oder wird repräsentiert durch Stille, Raum oder Raumerfahrung. Feminine Kraft wird gerne auch dem Mond zugeordnet. Für mich steht es noch viel mehr mit dem Potenzial in Verbindung, also diesem Samenkern damit in Verbindung zu treten, mit dem ursprünglichen Potenzial, mit dem wir dann in das neue Jahr durchstarten können. Es repräsentiert auch die Weisheit und auch die Ahnen. Also zum einen die eigene innenwohnende Weisheit, das ist jetzt nicht das Wissen im Sinne von ich pauke mir da was in den Kopf, sondern eher, das ist dieses innewohnende Wissen. Und die Ahnen, einfach weil sie auch der Nierenenergie zugeordnet sind und damit dann eben auch dem tiefsten Yin zugeordnet sind. Die Wintersommerwende aus der Sicht des Daoismus und der TCM ist der Wendepunkt zum Yang hin. Wir gehen jetzt wieder, nachdem wir in dieser tiefsten Form oder Phase des Yins waren, steigen wir jetzt langsam aus dem Yin in das Yang hinein auf. Mit anderen Worten, wir gehen auch in die Wandlungsphase Holz hinein. Wir haben hier am 23. haben wir noch, genau, am 23.12. haben wir noch Neumond. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen kompakt wirklich diese Dunkelheit, dieses Potenzial, sich zurückzuziehen. Und das birgt ganz viele magische kleine Momente, wo wir uns aufladen können. Also wenn du gerade viel müde bist, dich zurückziehst, Couch-Potato bist und merkst so, jegliche Form von Aktivität ist wirklich schwierig für dich und ist wirklich eine große Herausforderung, versuche einen Mittelweg zu finden, wirklich in die Ruhe zu gehen und dich auch weiterhin in diesem Winterschlaf auch Gutes zu tun. Und du wirst merken, dass sich das dann nach der Weihnachtszeit oder vielleicht sogar schon zu Weihnachten veränderlich für dich bemerkbar macht. Hab viel Freude, bis zum nächsten Mal. Tschüss!